Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tagged. Wir haben 1 Uhr nachts und ich dachte mir, nehme ich mal noch ein paar Folgen auf, weil ist gerade so gut, ne? So, wir haben beim letzten Mal, ich habe keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben, unsere Query, glaube ich, haben wir geupdatet, dass die jetzt ein bisschen schneller läuft. Man sieht jetzt hier an die Items, die hier reingesaust kommen. Gucken wir mal hier nach. Es hat sich schon einiges angesammelt. Das ist gut. Oh, sogar schon Iron Overlay dabei. Das ist sehr gut. So, die Query läuft. Wir werden... Hier ist das schon das Loch. War schon so einiges, ne? Ist dunkel? Nee. Okay, ich dachte schon. Was haben wir vor? Ich werde mal versuchen... Erstmal hier. Das ist nicht die letzte Stufe. Es gibt noch eine Stufe höher. Habe ich jetzt festgestellt. Deswegen nehmen wir das mal da raus. Und daten das hier einfach... Aha. So, daten das einfach mal ab. Dass das noch höher wird. Damit wir die letzte Stufe auch noch haben, die dann den gleichen Wert wie er Diamanten hat. So, dann werden wir auch noch das Diamanten suchen müssen. Wir werden ein Sortiersystem uns langsam überlegen müssen. Dafür muss ich wahrscheinlich die Kisten nochmal umbauen. Das ist aber kein Problem, das kann ich alles machen. Ich werde wahrscheinlich die Kisten dann an diese Wand setzen, damit das nicht so ein Problem wird. Das können wir eigentlich bald, ziemlich bald machen, ne? Dafür brauche ich aber auch noch Diamanten. Und ich glaube, Diamanten habe ich so gar nicht mehr. Ja, einen hier. Ich will aber nicht alles in Diamanten umtauschen. Dann bin ich ja noch eine Weile beschäftigt. Was haben wir denn hier? Tin Oray, Iron, Gold. Ich werde mal hier ein bisschen einschmelzen gehen, glaube ich. Wo ist denn unser Matherator? Hat ja noch Strom, der Zinn, das ist auch gut. So, das packen wir da oben rein. Ja, und dann müssen wir noch eine andere Stromquelle finden, weil das wird ja ein bisschen auf Dauer ein bisschen teuer, wenn wir die ganze Zeit mit den Kohle hier reinstopfen. Das, wie haben wir denn noch? Das ist noch voll, das ist okay. So, hier haben wir ein bisschen Kaktus Green. Achso, den Kaktus habe ich alles eingetauscht, ne? Genau. So, da packen wir mal das Zinnpulver rein. Dann nehmen wir noch gleich mal ein bisschen Kohle raus. Packen die in unseren Ofen. Da soll man hier ein bisschen machen, ruhig. Nicht da oben, sondern eher nach unten. Ne, das Kohle nicht. Wir nehmen mal hier die Kohle mit. So. Gut, jetzt werden wir mal schnell Diamanten suchen gehen. Das heißt, wir gehen mal unten mit unseren, wie heißt es gerade noch? Destruction Catalyst unten, und nehmen wir noch ein bisschen Sprit mit. So. Und gehen damit unten nochmal in die Höhle und versuchen nochmal ein bisschen mit Krachbumm was freizulegen. So. Was ist hier mit Flachs und so? Das kann erstmal. Achso, das müssen wir eigentlich auch, ne? Eigentlich müssen wir das machen. Ich darf nur keinen Rechtsklick jetzt machen, das wäre ein bisschen tödlich mit dem Kitterlist in der Hand. So, dann machen wir noch ein bisschen Flachs anbauen. Theoretisch habe ich noch ein Feld mehr. Na komm, das Brot arbeite ich auch gerade ab hier. Ich muss sowieso Brot haben. So, das auch noch. Haben wir denn die Hake dabei? Ja, haben wir sogar. Das ist ja praktisch. Dann können wir mal direkt hier noch ein bisschen umhaken, wenn wir jetzt Zeug eingepflanzt haben. Und dann haben wir auch bald kein Brotproblem mehr, also kein Essensproblem mehr. Dann haben wir erstmal hier genug. Wir sollten vielleicht mal ein ordentliches Feld bauen und nicht hier mit so einem Gedöns hier am Wasser entlang. 13 Stück, das müsste ja schon reichen hier, hoffe ich. Da ist noch ein Samen. Und weil ich den jetzt aufgehoben habe, passt es natürlich nicht. Ah, noch 3 Felder. Gut, die haben wir hier. Sehr, sehr gut. Wo ist denn mein... oh, die Redstone lasse ich natürlich auch hier oben. Die nehme ich nicht mit runter. Denn ich brauche ja Platz im Inventar, wenn ich da runtergehe. Denn sonst kann ich ja nichts aufsammeln. Das wäre ja doof. Copper Array. Okay, was habe ich denn letztes Mal noch alles aufgesammelt? Axt brauchen wir da unten auch nicht. Das Rottenfleisch sowieso nicht. Das nicht. Daraus werde ich mir jetzt gleich ein bisschen Brot craften. Das mache ich mal direkt. So, da haben wir Brot. Noch mehr Brot und noch mehr Brot. Perfekt. Dann lassen wir noch hier den Redstone. Kohle nehmen wir mit. Den Obsidian lassen wir hier. Das Werkzeug brauchen wir da unten wahrscheinlich auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Schippe könnten wir theoretisch unten gebrauchen. Den Philosophenstein lassen wir hier oben. Ja, so nehmen wir das mal mit einfach. Und dann gehen wir noch ein bisschen mit den Catalyst unten rumspielen. Und hoffen, dass wir ein paar Diamanten dabei finden. Das wäre schon vollzüglich. So. Aufgeladen ist er. Das heißt, er macht gleich richtig schön große Löcher. Da haben wir auch schon einige unten gemacht. Ich glaube, da waren wir hier so links rum, ne? Ups. Hier so. Achso, ich nehme natürlich auch dieses ganze Schund hier mit. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt alles mal mit. Wir lassen das nicht mehr hier liegen. Habe ich mir jetzt so gedacht. Okay, das lassen wir da liegen. Ich habe ja zum Glück 2 Cobblestones eingepackt. So, gucken wir mal hier. Das können wir mitnehmen, das ist gut. Okay, solange wir noch keine Kohle haben, sollten wir die vielleicht auch mitnehmen. Das ist ja hier überall nur Schund.
So, was gibt's denn hier noch? Wo habe ich denn das mit den Löchern gemacht? Hier sieht's so aus, ne? Ja, bin ich hier durchgegangen? Dann hier rüber. Und dann hier, geradeaus. Gib ihn habe ich gemacht, genau. Komm, renn mal schneller hier. So, wir suchen jetzt gar nicht lange nach Diamanten. Wir machen einfach hier die Wände weg und dann ist gut. Dann hoffen wir, dass es da was gibt. Da ist auf jeden Fall Lava. Das ist ungünstig. So, machen wir einfach mal hier. Zack. Und was habe ich gefunden? Keine Diamanten. Schade. So, machen wir alles weg, was hier noch so rum ist. Das müsste hier dieser grüne Edelstein sein. Aus können wir uns wieder Werkzeuge machen. Das ist sehr gut. So, das war schon. Okay. Hier noch ein bisschen Zinn, so wie es aussieht. Zinn kann man in der Regel auch immer gebrauchen. Kann man ja in 1:1 in Eisen umtauschen. Da oben ist noch mehr Zinn, da ist noch dieser blaue Edelstein. Das nehmen wir natürlich alles mit. Keine Frage. So, so, so. Dann sollten wir vielleicht mal eine Fackel hier hinsetzen. Sowieso hier. Immer bei den Löchern Fackeln setzen, sonst spawnt hier alles mögliche. Redstone und hast du nicht gesehen, haben wir hier auch noch. Da oben ist Eisen. Sehr gut, das nehmen wir auch noch mit. Also wir versuchen gerade ein bisschen so rohstoffmäßig uns ein bisschen aufzufüllen. Oh, da ist Kohle. Nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir schon mal gerade freigelegt haben. Weil ich habe, wie gesagt, noch kein anderes Kraftwerk da. Aber jetzt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt Solar baue oder eher Wasserkraftwerk. Werde ich mir jetzt gleich überlegen, wenn ich dann wieder hochgehe, weil dann muss ich das ja bauen. Oh, was habe ich hier in der Höhle entdeckt? Oh, Spinni? 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 Da oben bist du. Ja, hallo. Oh, creepy. Boom. Boom. Mach doch einfach Boom da oben und dann ist gut. Jetzt aber. Ah, jetzt aber. Vielleicht schubst du mich in die Lava. Ich wollte es schon fast gesagt haben. So. Ach, komm her, du Spinne da oben. Komm her. Stirb einfach. Okay, gut. Was ist das hier für eine Höhle? Lava. Lava, Lava, Lava. Keine Diamanten oder was? Pilze sind hier. Jede Menge Pilze. Pilze, Pilze, Spinne. Komm her. Komm. Einfach sterben. Einfach sterben jetzt. Einfach sterben. Alles gut. Ja, Diamanten hätte ich jetzt gerne hier drin gefunden. Gibt es hier scheinbar aber nicht. Das ist nicht tragisch. Wir machen unten trotzdem weiter. Das Zeug lassen wir einfach mal hier drin in der Höhle. Wir haben genug da unten zu tun. So, gehen wir mal hier rüber und setzen unseren Catalyst einfach auf die nächste Stufe an. Und zwar, den sehen wir sowieso, den auch. Das heißt, ich muss den theoretisch nur hier ansetzen. Okay. Alles in den Zwischenwänden sehen wir ja, ne? Das ist immer noch, also... da ist noch ein bisschen Zinn und Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir mit, das lassen wir nicht hier. Aber ich bin ja sowieso hier sehr arm gesegnet mit Diamanten, so gar nicht irgendwie. Doch, hier gab es ja gar nichts. So, wie viel habe ich denn noch? Sprittechnisch noch 3, okay. Eine Wand, zwei Wände und da. Was ist, wo ist die Kugel? Da. Oh, da waren ein paar Diamanten da drin. Aber, nee, keine Diamanten, Edelsteine meine ich, aber immer noch kein Diamant. Das ist unglaublich. Als würde es auf dieser Map keine geben. Ich mache mal hier noch ein bisschen weiter, gerade. Also nochmal in die Richtung. Da oben gibt es auf jeden Fall ein paar Rohstoffe, die nehmen wir mit. Das Kupfer können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Ja, Stromversorgung. Was soll ich machen? Ich frage euch jetzt, aber das nützt nichts, weil ich wahrscheinlich die Aufnahme mit der Stromversorgung noch machen werde, bevor ihr diese Folge hier sehen werdet. Ich habe auch im Moment voll Bock, hier das Tekken zu spielen. Das macht richtig Spaß. Ich vernachlässige meine anderen Projekte. Ich weiß nicht, ob ich das alles rechtzeitig hochgeladen kriege da. Einfach nur, weil ich Tekken einfach so geil finde. Das kann auch wieder nachlassen, ich weiß es nicht, aber im Moment ist es wirklich mein Lieblingsprojekt, muss ich echt jetzt sagen. Okay, ich mache noch das Let's Battle. Das wisst ihr ja, dass ich das auch schon angefangen habe aufzunehmen. Aber das ist halt noch nicht zu vergleichen, weil es ist einfach noch nicht so fortgeschritten. Beziehungsweise kann ich das nicht hochladen, auch noch nicht. Habe ich jetzt Diamant mittlerweile gefunden? Nein, aber jede Menge Schund hier. Werde ich gleich mal in die Lava schmeißen müssen. Da vorne war doch Lava, ne? Nehmen wir erstmal den Rotstein mit. So, da ist Lava. Und in die Lava schmeißen wir erstmal hier dieses ganze Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Um einfach ein bisschen Platz zu kriegen. Ja, das ist auch schlecht hier und das hier brauchen wir auch nicht. Pilze sowieso nicht. So, und dann haben wir schon wieder genug Platz hier und dann machen wir einfach mal weiter. Soll ich mal ein bisschen einfach weiter in diese Richtung buddeln hier? Ich glaube, das wäre ganz praktisch, ne? Ja, währenddessen ich hier das natürlich mache, ist oben meine
meine Quarry immer noch schön fleißig am Arbeiten und besorgt mir da neue Items. Deswegen kann ich mir auch leisten, hier unten die Steine wegzuschmeißen, da ich einfach oben auch sowieso genug kriege. Mache ich jetzt gleich. Was mache ich jetzt? Strom? Was für ein Strom? Oder mache ich das Sortiersystem? Aber fürs Sortiersystem brauche ich auf jeden Fall Diamanten. Wenn ich keine finde, werde ich mir eine Stromversorgung bauen. Wenn ich doch Diamanten finde, dann mache ich das Sortiersystem. Weil für das Sortiersystem brauche ich natürlich, ich mache das mit dem Mod mit den Pipes. Und da brauche ich dann Diamanten-Pipes für. Ja. Nö, ist einfach so. Weil ich da einfach mehr Bock drauf habe als auf das andere. Es gibt noch eine andere Möglichkeit hier bei diesen ganzen Mods. Aber immer noch keinen Diamanten gefunden. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Ich muss mal doch mal aus Zufall hier bei dieser langen Sache Diamanten finden. Zum Beispiel da, ja, das ist perfekt. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Hallo. Ja, das gucke ich mir gleich mal genauer an. Erstmal hole ich hier die Diamanten raus. Ich hoffe, es sind jede Menge. Oh, immerhin, ne? So, wie viel waren es? Einige. Gucken wir mal schnell. 6 Stück, immerhin. Immerhin 6 Diamanten, das ist schon mal gut. Das reicht wahrscheinlich für ein paar Diamantenpipes. Von daher werde ich wohl das Sortiersystem bauen. Zumindest schon mal anfangen, das zu bauen. Das wird auf jeden Fall nicht fertig werden, weil ich, ich weiß noch nicht genau, nach welchem Muster ich das sortieren will. Das ist das Problem dann dabei. Das muss ich mir dann alles überlegen. Machen wir aber alles noch, keine Sorge. So. Hallo? Oh, ich bin in der Schlucht rausgekommen. Schlucht auf der Höhe heißt für mich, ich gehe mal einmal kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwo Diamanten zum Beispiel hier finden könnte. Das wäre natürlich obergeil. Da oben ist schon ein Licht. War ich da hinten schon mal, oder? Man weiß es natürlich nie. Warte mal weg hier. Ich habe einen Enderman gehört. Und da ist ein Schütze. Aha. So, bevor ich nicht wieder zurückfinde, gehe ich wieder gleich direkt zurück. Außer habe ich keinen Bock, mich mit den Leuten da anzulegen. Uah, wo ist die Spinne? Ah, von oben runtergesprungen und mal direkt gestorben. Das finde ich nett von der Spinne. Achso, hier ist mein Tunneleingang, okay. Gucken, ob es hier noch Diamanten gibt. Ne, über nur das. Ich habe keine Fackel mehr, toll. Ja, zum Glück habe ich noch Sticks dabei. Wenigstens das, ne? Diesen blauen Edelstein nehmen wir natürlich mit. Da sagen wir nicht nein. So, mitnehmen. Ein Loch. Auf welcher Höhe sind wir noch? Auf 14. Das ist ein bisschen hoch, aber ich muss einfach hier die Höhle weiter absuchen. Weil das halt Diamantenhöhe ist. Wo man so doch relativ schnell eigentlich Diamanten finden kann auch. Wenn man denn Glück hat. Was wir natürlich nicht haben. Gold finden wir, ja, schön. Das behalten. Da ist doch grüner Edelstein. Sollen wir die mitnehmen? Und blauen Edelstein auch? Eigentlich schon, ne? So, das nehmen wir mit. Wenn wir dann da reinkommen. Oh, komm jetzt schon. Komm schon. Da ist noch einer. Warum geht kaputt? So. Haben wir. Jetzt nach oben noch den blauen Edelstein mitnehmen. Och komm, hör doch auf jetzt hier. So, geht doch. Das nehmen wir auch noch mit, das ist immer zu gebrauchen. So, weiter geht's. Gucken wir mal hier. Da ist noch ein bisschen grüner Diamant. Die grüne Diamant, genau. Boah, es ist voll drauf, grüner Diamant. Ist auch so ein grüner Diamant. So, aber jetzt wird es ein bisschen hoch, das wird also nichts mehr. Wir machen hier noch dieses grüne, was ist das, Smaragd oder was? Machen wir noch ab. Und nehmen wir mit. Komm weg, da du Stein. Und du auch. So, haben wir alle. Da liegt noch einer. Ne, weiß ich nicht. Sah so aus. So, jetzt zurück. Ich weiß, wir haben jetzt gleich wieder einen Folgenwechsel wahrscheinlich, während ich das sage. Aber gut, damit können wir alle leben. Was ist denn da noch für eine Tunnel? Aha, der geht da oben weiter. Interessant. Von wo kam ich denn jetzt? Ich glaube von hier. Ja, da gehe ich jetzt nicht weiter. Ich werde mal einfach hier unten gehen. Hier drin nicht alles aufsammeln, weil das einfach dann zu viel wird. Jetzt brauchen wir natürlich nicht mehr geradeaus durchgehen, aber wir können mal einfach hier doch mal die Wunschroute verwenden und gucken, ob wir noch was finden. Kohle haben wir ja dabei. Eins, ich könnte nicht mal eins.
Kann doch irgendwie nicht stimmen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach.